Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Hombre, der Consolero mit Sombrero. Und nicht nur der Consolero mit Sombrero, sondern auch der neue frisch gebackene Papa. Jawoll, jetzt ist es endlich soweit. Naja, ein bisschen ist es schon her. Am 14.04. um 14.55 Uhr ist es soweit gewesen. Da kam der kleine Michael endlich zur Welt mit vollen 3440 Gramm und 52 Zentimetern kerngesund. Auch der Mama geht's gut. Und was macht Purzelchen da hinten? Aha, was soll das? Kleiner Störenfried oder was? Das wollte ich nur kurz mitteilen irgendwie. Das ist auch der Grund dafür, warum jetzt so, ich glaube schon so jetzt 10 Tage oder so kein Video kam. So eine lange Lücke gab es ja auf meinem Channel schon seit langer Zeit nicht mehr. Aber das kommt jetzt einfach daher, dass wir uns jetzt gerade in der Anfangszeit erstmal so ein bisschen eingewöhnen müssen zu Hause, auf was wir alles achten müssen, erstmal so einen gesunden Rhythmus finden, auch in der Nacht und so. Ich meine, jeder weiß ja, was mit Babys verbunden ist, viel Geschrei und schlaflose Nächte. Ich denke mal, die Augenringe sind gut kaschiert. Und ich habe mir außerdem noch ein kleines Webcam-Update gegönnt, kurz noch so nebenbei. Das ist jetzt die Logitech C920, mit der ich das Video aufnehme. Dachte mir, ich gebe der mal einen Versuch und bisher schlägt die sich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Qualität passt eigentlich ganz gut. Und jedenfalls spannende Zeit war das jetzt. Es hat ja doch irgendwie alles sich etwas länger gezogen. Es war jetzt tatsächlich 15 Tage drüber gewesen, als wir es dann halt per Kaiserschnitt holen mussten, das Baby, weil es einfach zu lange gedauert hat und nicht von alleine raus wollte. Und jedenfalls hat alles sehr gut funktioniert. Und Katja und ich sind jetzt glückliche Eltern und jetzt gucken wir, dass alles sich hier soweit einspielt und viele Termine noch zu Nachuntersuchungen und bei der Hebamme und erstmal so gucken, auf was man alles achten muss. Man hat ja 1000 Fragen und so, ist ja ganz klar, gerade am Anfang, da kennt man sich ja noch nicht so toll aus, egal wie gut man sich im Vorfeld auch vorbereiten mag. Und das wollte ich euch nur so als kurzes Update geben, dass es jetzt auf jeden Fall endlich funktioniert hat. Im Livestream vergangene Woche oder vorletzte Woche Sonntag hatte ich es ja schon angesprochen, dass ich so auf glühenden Kohlen sitze und jederzeit kann es soweit sein. Und jetzt haben wir es zum Glück endlich geschafft, haben es hinter uns und ein neues Kapitel in unserem Leben beginnt jetzt als Eltern. Gut, Jungs und Mädels, ich habe jetzt auch 2 Monate Elternzeit tatsächlich, direkt nach der Geburt. Also ich habe jetzt die nächsten noch gute 8 Wochen, würde ich sagen, auch frei. Das heißt, sobald wir hier den guten Rhythmus gefunden haben, denke ich, kann ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit investieren, mich mal hier vor die Kamera zu setzen und ein bisschen was für euch aufzunehmen. Ich habe gerade wieder im Moment so super viele Ideen und viel Zeug, was ich machen will. Und gerade auch mit den Livestreams auf Twitch habe ich viele Ideen, was jetzt kommen soll. Habe mir da so ein paar Spiele organisiert und mit das Setup hier schon mal so weit aufgebaut, dass es da auch sehr bald weitergehen wird. Da schläft also nicht ein, keine Sorge, auf Twitch geht's auch weiter und YouTube-Videos kommen auch demnächst wieder viele, auch mit dem Halbwurm zusammen, Battlefield, Call of Duty, ein kleiner Geheimtitel, über den ich jetzt mal noch nicht zu viel vorwegnehmen will und genau, das werdet ihr dann alle sehen, denn die nächsten Tage werden dann auch wieder öfter Videos kommen und dann geht's wieder weiter in gewohnter Manier. Gut, Jungs und Mädels, dann macht's es gut und bis ganz bald wieder. Euer Hombre!